Und zurück nach Deutschland. Für etwa 25 Millionen deutsche Haushalte naht am Montag ein ziemlich bedeutsamer Tag. So viele wohnen nämlich irgendwo zur Miete. Und gerade in den berühmten Ballungszentren, da kostet ja eine, sagen wir, Zwei-Zimmer-Wohnung schnell mal weit über 500 Euro. Hier auf unserer Karte übrigens tiefrot eingezeichnet. Am Montag nun tritt die Mietpreisbremse in Kraft. Allerdings nicht überall, sondern erstmal in Berlin. Wer aber demnächst die Wohnung wechselt, muss also keine Angst mehr vor Wucher haben. Aber rechnen wir das erstmal durch. Der Traum vom neuen Heim, das gemietete Glück in zentraler Lage. Hier darf ich das Wohnzimmer zeigen. Auch da haben wir ungefähr so 24 Quadratmeter. Hier im Angebot Mainz. 66 Quadratmeter, zwei Zimmer, Balkon mit Westlage. Einziger Haken, Mieterhöhung um 8%. Im Vergleich zu den anderen Wohnungen liegen wir so ungefähr 5-6% darunter. Es gibt manche Wohnungen, die haben 20% Mieterhöhung, je nachdem, welche Lage. Mieterhöhungen von 20%. Das neue Wohnglück in der Stadt ist oft teuer erkauft. Entlastung soll die Mietpreisbremse bringen. Wozu dient die Mietpreisbremse? Mit ihr darf die Miete bei einem Mieterwechsel maximal 10% über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen. Aber die Mietpreisbremse gilt zum Beispiel nicht bei Neubauten oder umfassend sanierten Wohnungen. Wie wird die Vergleichsmiete berechnet? Grundlage soll vor allem der sogenannte qualifizierte Mietspiegel einer Stadt sein. Aber diesen Mietspiegel gibt es aktuell nicht in allen Städten. Wo gilt die Mietpreisbremse? Da, wo etwa die Mieten stärker steigen als im bundesweiten Schnitt. Die Länder können solche Gebiete mit angespannten Wohnungsmärkten festlegen. Aber zum Stichtag 1.6. schafft das wohl nur Berlin. Der Mieterbund ist für die Preisbremse, fordert aber, dass die Länder sie nun auch zügig umsetzen. Je länger ich die Ankündigungsphase habe, umso eher ist die Vermieterseite vielleicht auch dem Reiz unterworfen, jetzt noch mal schnell eine Mieterhöhung vor der Mietpreisbremse durchzuziehen. Nicht unwahrscheinlich da, wo die Nachfrage größer als das Angebot ist. Aber selbst wenn die Mietpreisbremse irgendwann greift, Kritiker bemängeln, dass sie ein grundsätzliches Problem nicht löse. Sie bewirkt in der Praxis de facto das Gegenteil von dem, was wir benötigen, nämlich neue Investitionen im Wohnungsbau, Schaffung neuen Wohnraums, um halt insbesondere in den Ballungsgebieten die Wohnungsknappheit zu lindern. Ein Problem aber könnte auch der qualifizierte Mietspiegel selber sein. In Berlin ist ein Vermieter gegen die darin angegebenen Miethöhen gerichtlich vorgegangen. Es geht um die Frage, wie sie korrekt berechnet werden. Das könnte bundesweit Verunsicherung bei Mietern und Vermietern auslösen. Denn ohne verlässlichen Mietspiegel kann die ortsübliche Miete schwer bestimmt werden. Bei der Wohnungsbesichtigung in Mainz stellt sich die Frage nicht. Die Mieterhöhung liegt ohnehin unter der geforderten Grenze von 10%. Aber bei dieser Wohnung war ein anderer Interessent schneller. Da hilft dann auch kein Gesetz. Ja, die Mietpreisbremse ist das eine Gesetz, das am Montag in Kraft tritt. Die andere Neuigkeit betrifft die Maklergebühren. Wer bezahlt den Makler? Bisher meistens der Mieter. Doch künftig zahlt der, der ihn auch bestellt. Also eher der Vermieter. Doch Vermieter sind natürlich schlaue Füchse. Sie makeln dann doch lieber selbst und sparen sich so Geld. Mit anderen Worten, ein Gesetz, das auf dem ohnehin engen Wohnungsmarkt auch noch sehr viel Wind macht. Massenbesichtigung in Köln. Die 83 Quadratmeter kosten pro Monat knapp 1.000 Euro. Kalt. Trotzdem kommen viele. In den Ballungszentren der Republik sind solche Termine üblich. Drastische Mieterhöhungen auch. Ab dem 1. Juni gilt beim Wohnen das Maklergesetz. Wer den Makler ordert, der zahlt. Das neue Bestellerprinzip. Gerade Makler stöhnen auf. Auch Ralf Pass glaubt, das Bestellerprinzip könnte Vermieter abschrecken, Makler zu beschäftigen. Das wird im Ballungsraum vielleicht dazu führen, dass er es gelegentlich erstmal selbst versucht, aber dann wird er ganz schnell merken, dass die Neuvermietung im Ballungsraum kein Zuckerschlecken ist und dann wird er sicherlich auch wieder einen Makler beauftragen. Aber ein Eigentümer oder Investor kann in der Regel rechnen. Er wird selbstverständlich gucken, wie er die Maklerprovision irgendwie unterbringen kann. Viele Mietervereine in Deutschland wollen deshalb schauen, ob Makler und Vermieter Tricks anwenden, um die Kosten irgendwie zurückzubekommen. Durch versteckte Nebenkosten oder überteuerte Einbauküchen.
Natürlich kann es nicht ausgeschlossen werden, dass der Vermieter dann irgendwelche alten Einrichtungsgegenstände zu überhöhten Preisen dem Mieter aufdrücken will oder dass der Vermieter die Miete noch höher ansetzt, als sie eh schon gefordert wird. Makler hatten vor dem Bundesverfassungsgericht einen Eilantrag gestellt gegen das Bestellerprinzip. Das wurde am Mittwoch abgelehnt. Mögliche Umsatzrückgänge allein stellen keine Bedrohung für die Makler dar. Doch sollten Makler gegen das Bestellerprinzip verstoßen, müssten sie bis zu 25.000 Euro Bußgeld zahlen. Was bedeutet das Bestellerprinzip für Vermieter? Investoren würden abgeschreckt, sagt man beim Haus- und Grundbesitzerverein. Die neuen Regelungen seien absurd für Vermieter. Das Bestellerprinzip ist ein Bündel von oder ein Teil des großen Bündels natürlich. Und es wird natürlich mit Sicherheit einige geben, die sagen, irgendwann wird mir das alles zu viel. Ich löse mich von meiner Immobilie, ich verkaufe sie, dann geht sie wahrscheinlich in die Selbstnutzung über und wird dem Mietwohnungsmarkt entzogen. Also da kann man durchaus von ausgehen, dass es für den Mietwohnungsmarkt nicht förderlich ist. Geht es nach Justizminister Heiko Maas, soll der Makler von dem bezahlt werden, der ihn beauftragt. Auf der verzweifelten Wohnungssuche sollten Mieter keine dubiosen Deals eingehen. Das neue Bestellerprinzip. Viele Makler stöhnen auf und viele Mieter hoffen jetzt, dass die Wohnungssuche fairer wird. Also es gibt viel neues Wissen für Mieter und auch Vermieter. Unser Online-Team hat dazu eine digitale Mappe geschnürt, die Sie wie immer unter mittagsmagazin.de finden. Seit Tagen geistert eine Vision durch die Welt, die uns aufhorchen lässt. Das Bargeld soll abgeschafft werden. Trinkgelder, einen Euro in den Hut werfen oder im italienischen Straßencafé einen Fünfer hinlegen, all das soll es nicht mehr geben? Mein Börsenkollege Klaus-Rainer Jackisch, der reist gleich in diese bargeldlose Welt. Zuvor aber noch Nachrichten aus der Wirtschaft. Weltweit die wenigsten Kinder. Deutschland hat im internationalen Vergleich mittlerweile die niedrigste Geburtenrate. In den vergangenen 5 Jahren wurden hierzulande im Schnitt 8,3 Babys je 1000 Einwohner geboren. Das bisherige Schlusslicht Japan kommt dagegen auf 8,4 Kinder je 1000 Bewohner. In Frankreich und Großbritannien gab es mit jeweils 12,7 deutlich mehr Geburten, so eine Studie des Hamburger Weltwirtschaftsinstituts. Die Forscher warnen vor negativen Folgen. Es drohe ein Mangel an Fachkräften. Auch könnten die Lohnnebenkosten stark steigen. Mehr Geld in der Tasche. Die Tariflöhne sind zu Jahresbeginn kräftig gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, legten die Löhne und Gehälter im ersten Quartal im Schnitt um 2,7% zu. Da die Inflation kaum anzog, erhöhte sich die Kaufkraft der Arbeitnehmer spürbar. Besonders stark gestiegen sind die Verdienste im Gastgewerbe mit einem Plus von 3,4%. Hier profitierten vor allem untere Verdienstgruppen von der Einführung des Mindestlohns. Einzelhändler im Plus. Die Kauflust der Verbraucher lässt im Einzelhandel die Kassen klingeln. Im April setzte die Branche real 1% mehr um als im Vorjahr. Am deutlichsten legte der Internet- und Versandhandel zu, mit einem realen Plus von 3,5%. Der Umsatz der Lebensmittelhändler hingegen ging um 0,8% zurück. Ringen um Reformen. Für das pleitebedrohte Griechenland ist weiterhin keine Lösung in Sicht. Aus Kreisen der Eurozone heißt es, das Land müsse sich bis Ende kommender Woche auf Grundzüge für Reformen festlegen. Nur dann könne wieder Geld aus dem laufenden Hilfsprogramm fließen. Hauptstreitpunkte zwischen der Athener Regierung und den Geldgebern sind Reformen des Arbeitsmarktes und des Rentensystems sowie die Privatisierung von Staatsbetrieben. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, hier auf dem Frankfurter Parkett. Griechenland ist weiterhin das große Sorgenkind hier an der Frankfurter Börse, wie an allen europäischen und internationalen Börsen. Denn die Verhandlungen zwischen den Geldgebern und Griechenland kommen offenbar nicht so richtig voran. Griechenland selber betont zwar immer wieder etwas anderes. Verschiedene Stimmen dort sagen, angeblich wären die Verhandlungen auf gutem Weg. Aber Christine Lagarde, die Chefin des Internationalen Währungsfonds, sieht das ganz anders. Und sie hat auch deutlich gemacht, dass ein Austritt Griechenlands aus der Eurozone nun auch nicht unbedingt ein großer Beinbruch wäre. Der deutsche Aktienindex allerdings reagiert sehr empfindlich darauf. Sie sehen, das Börsenbarometer ist mit sehr starken Schwankungen heute an der Tafel zu sehen. Aktuell steht das Börsenbarometer bei 11.607 Punkten. Das sind rund 70 Punkte weniger als gestern.
Griechenland macht also Sorgen, aber viele Bürgerinnen und Bürger sind vielmehr dadurch aufgeschreckt, dass eine Diskussion losgebrochen wurde, ob man das Bargeld überhaupt noch braucht und ob es nicht möglicherweise abgeschafft werden sollte. Das britische Meinungsforschungsinstitut YouGov hat nun eine Umfrage gestartet und da sieht man, dass die Deutschen eindeutig für das Bargeld sind. Sie wollen keine Abschaffung. 74% haben sich dafür ausgesprochen. 21% sagen, ja, man könnte es vielleicht abschaffen und etwa der Rest, also das sind 5%, sie sind weitgehend unentschlossen. In anderen Ländern, vor allem in Skandinavien, ist man da schon viel weiter. In Dänemark zum Beispiel will man das Bargeld abschaffen, wie unser Bericht zeigt. Die meisten Kunden in diesem Supermarkt in Dänemark zahlen bargeldlos, mit Karte oder kleinere Beträge auch per Handy. Weniger als ein Viertel nutzt echte Kronen. Einige Händler würden gerne ganz auf die Scheine und Münzen verzichten, denn zählen, lagern und abholen kostet sie Zeit und Geld. Die dänische Regierung plant deshalb, dass kleine Geschäfte bald kein Bargeld mehr annehmen müssen. Alle Leute haben ja so eine Kreditkarte. Das ist ja nur die Leute, was Schulden hat, die keine Kreditkarte dürfen haben. So, das ist in Ordnung mit mir, mit Kreditkarte. Alles ist für mich möglich. Ich bin ja noch jung. Das ist ja definitiv. Ich finde das gut. Ich habe meistens nur noch meine Karte in der Tasche. Das gefällt mir. Bei Bäcker Nielsen zahlen die meisten noch bar. Aber auch hier nutzen immer mehr Kunden für Kleinstbeträge ihre Karte. Etwa jeder Dritte. Weil die Nachfrage sinkt, wollen Dänemarks Notenbanker vom kommenden Jahr keine neuen Banknoten mehr drucken. Also in Dänemark, da macht man ernst. Ich begrüße ganz herzlich Professor Horst Löchel von der Frankfurt School of Finance and Management. Herr Professor Löchel, was spricht denn dafür, das Bargeld abzuschaffen? Also werden im Wesentlichen zwei Gründe angeführt. Das eine ist die Eindämmung des Schwarzgeldes und das zweite ist die Durchsetzung negativer Zinsen. Weil wenn die Bürger keine Möglichkeit mehr haben, Bargeld zu halten, müssen sie ihr ganzes Geld auf dem Girokonto. Das heißt, wenn es negative Zinsen gibt, bedeutet das, dass sie da negativ von betroffen sind und was an die Banken zahlen müssen. Also die Zentralbanken, die Banken haben großes Interesse daran, aber heißt das nicht letztendlich, dass unsere Freiheit völlig eingeschränkt wird und wir denen ausgeliefert sind? Also ich denke auch, es ist eine Einschränkung der Wahlmöglichkeiten des Bürgers, wie der Bürger zahlen will, entweder elektronisch mit seiner Karte oder eben mit Bargeld. Und es gibt eigentlich nicht so eine große Notwendigkeit, auch nicht den Schwarzgeldhandel, der ja bekanntermaßen auch über Konten abgewickelt werden kann, das Bargeld tatsächlich abzuschaffen. Das sehen ja eben auch die Deutschen so und wir wollen uns diese Umfrage noch mal etwas näher anschauen. Da wurde ja auch gefragt, was für Vorteile eigentlich das Bargeld hat und die Befragten haben eben doch sehr deutlich gemacht, dass sie vor allen Dingen sagen, man hat eine bessere Übersicht über seine Finanzen, wenn man das Geld, das Bargeld hat. Das sei sicherer als etwa Kreditkarten oder andere elektronische Zahlungsträger und natürlich auch praktisch, zumindest sagt das eine geringe Mehrheit. Könnte man nicht auch einen Kompromiss finden, um jetzt denjenigen, die argumentieren, dass es eben Schwarzgeld gibt, einbringen und sagen, ab einer bestimmten Größe machen wir das Bargeld los, darunter kann jeder machen, was er will? Ja, selbstverständlich wäre das möglich. Und es zeigt natürlich auch die Diskussion, dieser Vorschläge, Bargeld abzuschaffen, dass man auf solche Lösungen nicht kommt. Für die deutsche Lage muss man sicherlich sagen, dass das Geld, das Bargeld in Deutschland eine große Rolle spielt, nicht zuletzt aufgrund der großen Erfolgsgeschichte der deutschen Mark. Aber brauchen wir diese Diskussion jetzt eigentlich? Ist sie nicht eigentlich ein bisschen übertrieben? Nein, die brauchen wir nicht, diese Diskussion. Aus meiner Perspektive, das sind technokratisch vorgeschobene Argumente, die da vorgebracht werden. Geld ist nicht einfach Technik, Geld ist eben auch Kultur. Und die Menschen lieben diese Kultur und wir sollen ihnen das Bargeld nicht nehmen. Professor Horst Löchel von der Frankfurt School of Finance and Management, Dankeschön für diese Einschätzung. Ja, also eine insgesamt turbulente Woche. Die nächste wird vermutlich noch turbulenter, denn dann geht es tatsächlich um die Frage, bleibt Griechenland im Euro oder nicht. Das war es von uns hier für diese Woche vom Frankfurter Parkett. Damit zurück zu dir, Stefan, nach München. Dankeschön, Klaus Reiner. Häusliche Gewalt, ein unerträgliches Thema. Ein Wutausbruch, er schlägt sie oder sie ihn, kommt auch vor und das Zusammenleben wird zur Qual. In Hamburg tagen gerade Experten, die hier eingreifen wollen. Sie wollen uns die Angst nehmen, sich in solche Dramen einzumischen. Und ebenfalls in Hamburg gibt es bereits so ein Projekt. Es heißt STOP, also Stopp, und läuft seit etwa 5 Jahren. Wir sind gespannt, ob die Gewalt in dem Hamburger Stadtteil abgenommen hat. Sie wollen ein Tabu brechen. Die Frauen vom Hamburger Projekt Stopp, Stadtteil ohne Partnergewalt. Denn Gewalt in der Partnerschaft ist ein Tabuthema, über das oft geschwiegen wird. Opfer schweigen, weil sie sich schämen. Und Nachbarn und Freunde, die was ahnen, schweigen, weil sie nicht wissen, ob sie sich einmischen dürfen.
Das möchten die Frauen hier ändern, gehen selbst mit Beispiel voran. Inge Pries ist erst vor einigen Wochen bei einem Streit eingeschritten. Ich habe das gehört, dass im Nachbarhaus Lärm war. Ich bin nicht gleich losgerannt. Ich habe erst mal gedacht, naja, streiten tut sich jeder mal. Aber es blieb dabei und auch andere Nachbarn wurden aufmerksam. Und da habe ich dann versucht, mit dem Flyer erst mal im Briefkasten eine Aufmerksamkeit zu fassen zu kriegen. Und ein bisschen später habe ich die Frau angesprochen. Die Opfer ansprechen, sie zum Reden bringen, wenn diese am liebsten schweigen würden. Das Projekt setzt hier im Hamburger Multikulti-Stadtteil Stalshoop auf eine engagierte Nachbarschaft. Schon mehrfach wurden die Frauen für ihre Arbeit ausgezeichnet. Ohrfeigen, Tritte, Schläge. Jede vierte Frau in Deutschland wurde von ihrem Partner schon einmal misshandelt. Es sind Frauen jeden Alters, jeder sozialen Schicht. Ein breites gesellschaftliches Problem. Schon einige Minuten, nachdem die Frauen ihren Infostand aufgebaut haben, kommt zufällig Brigitte Sörg vorbei. Eine Passantin, selbst Opfer jahrelanger Gewalt und Erniedrigung. Ihr Partner schlug sie regelmäßig. Er hat viel Alkohol getrunken und hat mich immer verprügelt. Und ich war in diversen Frauenhäusern, musste regelrecht aus meiner Wohnung flüchten. Ihre Rettung damals war ihr Nachbar. Immer wieder kam er ihr zu Hilfe, wenn ihr Partner wieder auf sie losging. Auf solche Nachbarn setzt auch Stopp. Das Konzept des Projekts stammt von ihr, Sabine Stövesand. Die Hamburger Dozentin hat selbst viele Jahre lang in einem Frauenhaus gearbeitet und ist eine der Referentinnen heute auf der internationalen Tagung zum Thema Gewalt in der Partnerschaft. Es gibt Studien, die belegen, dass in Nachbarschaften, wo die Leute einmischungsbereit sind, es signifikant weniger Morde in Beziehungen gibt. Also Nachbarschaft kann lebensrettend sein. Und da muss man nicht unbedingt denken, man schmeißt sich ins Getümmel, sondern es reicht zum Beispiel, die Polizei zu rufen oder einfach kurz hinzugehen und zu klingeln und dann wieder weg. Das unterbricht diese Gewaltsituation. Oder wenn man das ahnt, einer Frau im Vorbeigehen auch nur ein Flugblatt, also eine Information zur Hilfe, Projekten in die Hand zu drücken. Die Frauen hier wissen, dass sie Gewalt nicht aus der Welt schaffen können. Aber sie wollen andere Menschen für das Thema sensibilisieren, es aus der dunklen Ecke holen. Damit betroffene Frauen sich trauen zu reden. Denn meist ist das der erste Schritt aus der Gewaltspirale. Und es gibt eine Eilmeldung zum FIFA-Kongress in Zürich, Marianne. Ja, Stefan, gegen den FIFA-Kongress hat es heute eine Bombendrohung gegeben. Wir schalten deshalb nochmals nach Zürich zu meinem Kollegen Philipp Sommer. Philipp, was können Sie uns Näheres dazu sagen? Also nach unseren Informationen hat es tatsächlich eine Bombendrohung gegeben gegen 11 Uhr bei einer Nachrichtenagentur oder bei einem Medienunternehmen. Die Polizei hat das ernst genommen. Die Zürcher Stadtpolizei kam hierher, hat einen Einsatz gemacht. Aber es ist alles ganz ruhig geblieben. Man hat einfach die Mittagspause nach vorne verlegt, ist dann einmal durchgegangen, auch mit Hunden. Die Feuerwehr war drin, hat durchgeschaut und jetzt kommen alle zurück, alles ruhig. Man hätte es gar nicht mitbekommen, wenn man es nicht aus Deutschland gehört hätte. Dankeschön, Philipp Sommer, für diese aktuellen Informationen. In deutschen Kliniken, da spielen sich tagtäglich Dramen ab. Da steht eine Routinebehandlung an, nichts Ernstes und plötzlich infiziert uns so ein Krankenhauskeim. Bis zu 600.000 Fälle zählt Deutschland jedes Jahr. Ein Exemplar dieser Erreger gilt als besonders hartnäckig, das Staphylococcus aureus. Ein sehr ernstzunehmender Gegner, der sogar viele Patienten richtig umbringt. Doch es naht Hoffnung. Eine Biotech-Schmiede aus Bayern hat eine wirksame Waffe gegen den Killer entdeckt. Staphylococcus aureus kommt überall in der Natur vor, auch auf Lebensmitteln wie Käse und Fleisch. Bei einem Drittel der Menschen besiedelt er dauerhaft die Haut und die oberen Atemwege. Normalerweise hält das Immunsystem den Erreger im Zaum. Nur wenn es geschwächt ist, wird das Bakterium gefährlich. Intensivpatienten sind deshalb besonders bedroht. Im schlimmsten Fall kommt es zu einer tödlichen Lungenentzündung oder Sepsis. Und das, weil viele Antibiotika gegen die Keime nicht mehr wirken. Durch den oft unkritischen Einsatz von Antibiotika, insbesondere von Breitspektrum-Antibiotika, haben wir es weltweit gesehen mit einer Zunahme von resistenten und insbesondere multiresistenten Erregern zu tun. Und das führt dazu, dass für manche Erreger uns
das Arsenal an Antibiotika ausgeht und wir zum Teil nur noch wenig oder manchmal gar keine Antibiotika mehr zur Verfügung haben. Doch jetzt ist Forschern ein wichtiger Schritt im Kampf gegen multiresistente Staphylococcus aureus Keime, kurz MRSA, gelungen. Das Biotechnologieunternehmen Hyglos aus Bernried stellte heute einen Wirkstoff vor, ein Protein, das ein echter MRSA-Killer ist. Das neue Molekül stammt aus einem sogenannten Bakteriophagen. Das ist ein Virus, das nur Bakterien infiziert. Dieses Virus produziert während der Infektion ein Molekül, das das Bakterium zerstört. Und dieses Molekül, dieses Enzym, haben wir gentechnisch verbessert und stellen es jetzt biotechnologisch in größeren Mengen her. Multiresistente Keime sind nicht nur in Deutschland, sondern international ein Problem. In länderübergreifenden Programmen sollen Forschung und Strategien zur Bekämpfung verstärkt werden. Auch Kanzlerin Merkel hält die Bedrohung für relevant. Sie setzte das Thema sogar auf die Agenda des G7-Gipfels in einer Woche in Elmau. In Deutschland konnten wir dank der Bemühungen in den letzten Jahren doch eine Trendwende erzielen. Und die MRSA-Raten sind etwas am Sinken. Doch benötigen wir weiterhin eine gute Diagnostik, um im Vorfeld zum Beispiel eines Krankenhausaufenthaltes MRSA zu erkennen. Und wir benötigen die entsprechenden Therapien, um den MRSA wirksam begegnen zu können. Und genau hier kann der neue Wirkstoff angreifen. Patienten, die einen Krankenhausaufenthalt vor sich haben und positiv auf MRSA getestet werden, bekommen das Medikament verabreicht. Das schützt sie selbst, aber dämmt auch die Verbreitung des Keimes in der Klinik ein. Nun beginnen klinische Studien, um in rund 2 Jahren das Medikament am Patienten einzusetzen. Wer das nochmal in Ruhe anschauen will, hier ein Surf-Tipp in eigener Sache. Die Beiträge des ARD-Mittagsmagazins können Sie im Internet bequem abrufen. Mit Hintergrundinformationen und Links. Besuchen Sie uns auf mittagsmagazin.de. Jawohl, das Wochenende steht an und wer nicht arbeiten muss, der hofft wenigstens auf ein Bad in der Sonne. Mal sehen, was unser Wettermann Dieter da tun kann.